Hallihalle, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr unschwer erkennen könnt, fangen wir heute mit Bingo an. Und falls ihr euch fragt, warum denn aktuell so wenige Videos kommen, ich bin im Stress. Ich habe viel Arbeit aktuell in der Schule, weil ich bin ja schon Vollzeit-Lehrerin, Grundschullehrerin. Und aktuell gab es den Elternabend, Elterngespräche, Diagnostik, ganz viele Arbeiten werden geschrieben, die korrigiere ich. Und das geht einfach vor, weil es mein Hauptjob ist und den kann ich nicht einfach so liegen lassen. Und noch dazu hatte ich euch ja gesagt gehabt, dass ich die Wochenabschlüsse ein bisschen, beziehungsweise erstmal weglassen möchte. Vor allem, wenn ich mit dem Gedanken spiele, mit meiner Familie das zu teilen, dass ich YouTube drehe und so weiter, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte sie nicht mehr so anlügen. Und wisst ihr was? Am selben Tag, als ich das Video gedreht habe und euch gesagt habe, bin ich zu meiner Mama gegangen und dann meinte sie, naja, wenn ich ehrlich bin, also ich habe ihr noch nichts erzählt gehabt, mal nebenbei Dankeschön, dass ihr so viel Verständnis dafür habt. Und dann meint meine Mutter so zu mir, Sarah, ich muss dir was sagen. Ich so, ja. Also, wenn ich ehrlich bin, hat mir mal deine Schwester was gezeigt und ich wollte es dir nicht sagen. Also, was denn? Und dann zeigt sie mir meinen YouTube-Kanal. Das heißt, sie weiß schon seit Monaten, also beziehungsweise meine Familie wissen es schon seit Monaten, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Und die haben mir einmal nichts gesagt, weil die gesagt haben, ich soll es dann sagen oder ich soll mit denen dann darüber reden, wenn ich bereit dazu bin. Und meine Mutter, total süß, sie so, keine Sorge, wir gucken es uns alle gar nicht so an, weil eigentlich interessiert uns das so gar nicht. Das ist so ein Thema, das interessiert uns nicht. Und vor allem, man sieht ja nur deine Hände und irgendwelche Bücher. Und seitdem du auf der Welt bist, liebst du irgendwie Notizbücher und so weiter. Deswegen, ja, das interessiert uns nicht, aber wir sind sehr, sehr stolz auf dich. Und ja, das war für mich so ein Punkt, da dachte ich, wie bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass keiner weiß, man wird ja auch vorgeschlagen. Ja, also da muss ich so lachen. Ich werde mir jetzt echt Gedanken mal machen, ob ich, wie ich weiter fortfahren möchte. Aber ich dachte, für diejenigen, die Bingo gekauft haben und wenn ich eines auf jeden Fall machen werde und das regelmäßig, dann sind das auf jeden Fall meine 50.000-Euro-Pläne. Die lasse ich auf keinen Fall fallen, weil da habe ich ein Ziel. Was meine Spielevideos angeht, ich versuche da hinterher zu kommen, auf jeden Fall. Also die werde ich auch nicht schleifen lassen, jedenfalls nicht so sehr. Aber wenn du Bingo gekauft hast, bei den 50.000-Euro-Plänen bist du richtig. Da wird es auf jeden Fall jede Woche hoffentlich gezogen. Und falls wegen Krankheit oder man weiß nie, was passiert, ich meine, wir sind alle nur Menschen. Falls es mal nicht funktioniert und ich nicht drehe, dann mache ich so ein kurzes Reel, dass ich trotzdem das Rad drehe und drei Bälle ziehe. So, wir haben hier 2 plus 3 plus 5 sind 10 Euro, die heute gespart werden sollen. 10 Euro. Machen wir mal hier. Das sind erst die 52 Wochen lose. Hätten wir schon 439. Leute, ich fühle mich so käsig. Ich bin so weiß, schaut mal, ich bin so weiß, dass man meine Adern schon durchsieht. Und ich wäre so gern ein bisschen gebräunt. Ich teile jetzt einfach mit euch so meine Gedanken, was mir zurzeit so im Kopf durchgeht, wenn ich mal nicht arbeiten muss. Und irgendwie. Ich würde schon gerne ein bisschen braun werden, aber Solarium will ich nicht, weil ich mir denke, da tut man seiner Haut nichts Gutes. Sonnen kann man sich auch nicht so unbedingt hier in Deutschland. Und wenn mal die Sonne scheint, dann bin ich am Arbeiten, meistens. Ja. Dann gibt es diese Selbstbräuner, damit komme ich irgendwie auch nicht so gut klar, weil da muss man das immer so regelmäßig machen und dann wird es an einer Stelle nach ein paar Tagen fleckig und an einer anderen Stelle nicht. Also falls ihr da irgendeine tolle Idee habt, wie es einfach geht, dann schreibt mir gerne. Aber das ist, da merkt man schon, sobald die Sonne so ein bisschen scheint, hat man irgendwie Lust, wieder so ein bisschen braun zu werden, sich mehr um sich selbst zu kümmern und, und. Ich glaube, das kennen wir alle. Ich habe gar keinen 50-Euro-Schein. Mal so. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht beim zu viel Labern vergessen, irgendwas richtig einzutragen. Ich habe tatsächlich diesen Monat, das kann ich ja mit euch teilen, das ist ja nichts. Super, na Gott sei Dank habe ich gerade gesehen, also habe ich rechtzeitig gesehen, dass mein Handy da einfach ausgegangen ist. Das wollte ich mit euch teilen. Und zwar habe ich schon meinen Monat hier geplant. Ich hatte jetzt kein Kästafing-Video gedreht. Ich habe auch einfach, wie gesagt, gar keine Zeit. Aber ich mochte dieses Gelb-Lila. Das gefällt mir irgendwie richtig gut, merke ich. Ja. Deswegen habe ich es hier auch so ein bisschen gleich gemacht. Mal schauen, wie es jetzt so in nächster Zeit läuft. Aber die 50.000-Euro-Plan, der ist mir unheimlich wichtig. Und ich weiß, ihr liebt den auch. Und ich versuche, den nicht schleifen zu lassen.
So, die Lebensweisheiten. Wir ziehen mal. Gelb sieht nach viel aus hier. Dann ziehen wir nochmal gelb. Was haben wir hier Schönes? Also es sind einmal 3 Euro, das mache ich jetzt schon, damit ich es nicht vergesse. So. Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen. Anton Bruckner. Und das finde ich wirklich richtig schön, weil vor allem in unserer schnelllebigen Welt, wo es alles schnell, schnell gehen soll und alles perfekt sein muss, vergisst man ganz oft, dass wenn man kein gutes Fundament gebaut hat, wo man sich wirklich Zeit lassen sollte. Es ist egal, ob man wirklich ein Haus baut oder eine Beziehung oder einen Job sich aufbaut oder. Wenn man sich da nicht die Zeit nimmt, dann ist es eigentlich total egal, was du dann darauf baust und wie es weitergeht, weil es kann nur schief gehen und umfallen. Und ja, deswegen hat es mir so gefallen. Lebensweis, ach kommt, Weisheit. Lebens. So. Ja, ich musste gerade nachdenken. Mal nebenbei, dieses Spiel kommt so gut bei euch an. Ich danke euch vielmals. Mich haben so viele angeschrieben, gemeint, sie hätten gerne das Spiel laminiert und deswegen biete ich das jetzt auch laminiert an als Option. Es ist halt nur ein bisschen blöd, weil es ist so viel, was dazu gehört. Also so viel, das heißt, man hat einiges zu laminieren. Da sitze ich echt lange nur für ein einziges Spiel, um das dann alles zu laminieren und dann auszuschneiden und. So, jetzt gucken wir mal. Wir hatten letzte Woche damit angefangen und ich hatte die beiden gezogen. Jetzt ziehe ich 2 weitere Kategorien für heute. Wir haben einmal Drogerie. Wir haben einmal Drogerie und einmal Grundnahrungsmittel. So, Brot habe ich einmal 1,50 Euro. 1,50 Euro und hier nochmal 2 Euro. Das sind 3,50 Euro, die wir sparen. Wieder 3,50 Euro, sehr witzig. Ich habe mal heute vergessen, Coupon zu ziehen, aber das können wir ja nächstes Mal machen. Ich habe ja hier 6 Coupons und man weiß ja nie, was einen erwartet, wenn man Coupon zieht. Dann machen wir doch hier die 1,50 Euro weg, tun 5 Euro rein, dann haben wir insgesamt 7 Euro drin. Das ist echt so viel Material. Ihr wisst ja, meine Spiele haben immer bisher, immer viel. Entweder Karten, wie gesagt, oder ich liebe das. Und ich liebe meinen Tante Emmas Laden. Ich schreibe jetzt hier nur Emma. Da haben wir heute 3,50 Euro gespart. Und dann geht das weiter mit Marielle. Dann nehmen wir doch nochmal einen Fisch. Und zwar, wir nehmen so ein, das ist ein 2-Euro-Fisch. Mal hier. Und nochmal einen kleinen. Dann sind das 1 Euro. So schön die Idee. Das heißt, wir sparen heute 3 Euro. Habe ich da Kleingeld drin? Nein, habe ich nicht. Haben wir schon 28 Euro drin. Ne? Waren 3 Euro. So, dann geht's weiter mit Saving Princess. So, und diesmal, wir hatten uns letztes Mal für Dornröschen entschieden. Heute entscheiden wir uns mal. Oh, schwere Entscheidung. Was haben wir denn noch? Oh, die sind alle so süß. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist ja auch fies. Die sind alle süß. Kommt, wir entscheiden uns für Belle. Und bei Belle nehmen wir mal, wir nehmen Orange. Mal gucken, wie viel wir sparen müssen. Ui, okay. 8 plus 7 plus 8, 8 plus 8 sind 16.
sind 23, wenn ich mich gerade nicht irre. So ganz schön viel, liebe Belle. So, lasst uns würfeln. Eine, zwei. Ich habe Bingo nicht vergessen. Es musste irgendwo noch gerade kommen. Könnt mir sehr gerne schreiben, ob ihr das lieber hättet, dass ich Bingo direkt schon am Anfang spiele. Also diejenigen, die da mitspielen. Könnt immer noch das bestellen. Also ich werde das jetzt erstmal lassen, wer das noch kaufen möchte. Ach, arabische Nacht. Haben wir das eigentlich bald beendet? Ja, haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir nur noch das da. So, dann machen wir, wie viel haben wir denn drin? Dann machen wir noch die 3 und die 2. Da haben wir 5 Euro. Dann haben wir schon 135. Fällt das in letzter Zeit auch so schwer, irgendwie Videos zu drehen. Ich bin einfach abends so müde, dass ich auch keine Lust habe tatsächlich. Und ich finde, wenn man keine Lust hat, dann sollte man auch nicht drehen. So, das ist 3 mal die 4. Erstmal hier. Haben wir hier 4 schon mal? So, 3 mal 4 sind 12 Euro, müssen wir heute sparen. Dann haben wir schon 82 Euro. Oh, haben wir hier noch Lose? Ja. Ich habe echt keine Lust zum Rubbeln. Es tut mir echt leid, Leute. Ihr kennt mich mittlerweile. Ich bin nicht so der größte Rubbel-Fan. Wer weiß, ob es sich ändert. Ich dachte auch niemals, dass ich jemals Spiele spielen werde, Sparspiele. Und mittlerweile bin ich so begeistert und so verrückt danach. Also ich sag niemals nie. Falls du dich gerade fragst, ob ich die Dinger am Ende abgerissen habe, weil ich zu ungeduldig bin, um die abzumachen, ja, habe ich. Mit den 10. Das sind 4 Euro. Ich glaube, ich bin einer der ungeduldigsten Menschen dieser Welt. Witzig, wenn man bedenkt, dass ich Lehrerin geworden bin und man mit Kindern unheimlich viel Geduld haben muss. Und die habe ich tatsächlich auch. Aber so im Rest meines Lebens? Ich gehöre zu der Sorte Mensch, die, wenn die einen Brief bekommen, während ich die Treppen hochlaufe, schon den Brief aufreiße, weil ich nicht warten kann. Ja, so bin ich. Ja, aber tatsächlich in meinem Beruf, ich glaube, im Beruf ist man immer anders und hat immer mehr Geduld als mit sich selbst und mit seiner Familie und so weiter, oder? Ja, auf jeden Fall.
Da, wo ich es muss, da, wo ich für Geduld bezahlt werde, da bin ich besonders geduldig. Hört sich das komisch an? Ich glaube schon, dass es sich komisch anhört. Aber ich werde dafür bezahlt. Ich habe auch letztens einen Spruch gesehen, da musste ich total lachen. Da hieß es: Weine nie am Wochenende. Weine immer auf der Arbeit, weil dafür wirst du wenigstens bezahlt. Und beziehungsweise da wirst du wenigstens bezahlt. Also nicht fürs Weinen, sondern aber wenn du in der Zeit weinst, da bist du wenigstens bezahlt dann. Muss ich echt total lachen. Natürlich sollen wir nicht weinen, aber es gibt zum Beispiel Sprüche, die bleiben einfach bei mir im Gedächtnis, weil ich sie so wahnsinnig gut finde. So, das waren 10. Ich schreibe mal hier jetzt jenseits und dann V. Dann geht es ja hier schon weiter. Ich mache immer, falls ihr euch fragt, immer 4. 1, 2, 3. So, so, so. Witzig, ich sage euch immer 4, dann mache ich 3. Ich Schlauberger. 1, 2, 3, 4, 5. Ach. Okay, es wird gerade nur peinlich und wir lassen es einfach. Ich erkläre euch einfach nicht. Ich mache einfach, okay? Ich bin aktuell auf dem Trip. Ich teile irgendwie gerade viel mit euch, ich weiß, aber es sind so meine Gedanken im Kopf. Mal davon abgesehen, dass ich die Pollenallergie habe. Ist ja nichts Neues. Bin ich gerade damit beschäftigt, herauszufinden, warum ich mich eigentlich nicht um Dinge kümmere, von denen ich träume. Und dazu gehört, schon seitdem ich denken kann, würde ich gerne nach Amerika. So, New York City. Ich bin einfach so ein Girly Girl. New York City. Ich würde gerne nach Florida an den Strand. Ich würde gerne nach Los Angeles, Kalifornien. Also, das ist mein Traum. Aber bisher habe ich auch niemanden gefunden, der mit mir den Traum irgendwie teilt. Also, mein Mann hält nicht so viel davon. Er sagt immer, Amerika ist auch so gefährlich. Ich glaube, der hat auch einfach keine Lust. Also, klar, gefährlich ist es, aber es kann überall gefährlich sein, denke ich mir immer. Aber ich brauche schon jemanden, der begeistert ist und total Bock drauf hat. Und ja, den habe ich bis jetzt nicht gefunden. Und ich habe einfach auch gemerkt, meine Freunde, die ich wirklich über alles liebe, sind teilweise zwei Arbeitskolleginnen von mir. Die ich wirklich super liebe. Und eine Freundin, mit der habe ich auch das Referendariat tatsächlich auch gemacht. Aber zwei von meinen Freunden haben jetzt schon ein Kind, also wie ich. Und die andere ist auch mit ihrem Leben irgendwie total beschäftigt. Und irgendwie haben die nie Zeit. Und es gibt so manchmal Tage, da würde ich gerne mit denen das teilen. Aber irgendwie die eine, die wirklich dieselben Interessen hat wie ich, also vor allem was Restaurants angeht oder Filme im Kino, die hat halt ein Kind. Die Kleine ist 1 Jahr alt und ist total damit beschäftigt, weil die kaum Unterstützung bekommt von ihrem Mann, beziehungsweise das heißt kaum Unterstützung, wenn man arbeitet. Man hat da halt nicht immer so viel Zeit. Und dann merke ich einfach, irgendwie fehlt mir so eine beste Freundin, die wirklich dieselben Interessen hat wie ich und die auch mal Zeit hat, die auch mit mir mal so eine Reise machen würde. Das fehlt mir irgendwie. Früher konnte ich das mit meinen Freunden, aber wir sind halt natürlich alle erwachsen geworden. Und es bedeutet jetzt nicht, dass wir keinen Spaß haben sollen, aber man merkt einfach, dass wir viele Sachen im Kopf haben. So 1, 2, 3. Ich glaube, mehr sehe ich hier nicht. 3. Ah, hier. Dann mache ich einfach die 3 rein. Ja, und da hat man einfach kaum Zeit, aber meine Interessen sind trotzdem die gleichen geblieben, nur dass ich einfach die letzten Jahre damit beschäftigt war, zu heiraten, ein Kind zu kriegen, meine Lebenszeitverbeamtung zu bekommen. Und jetzt denke ich mir so, ich hab meinen Job, meinen sicheren Job. Ich bin jetzt unkündbar als Beamtin. Ich habe sogar ein kleines Unternehmen, was mir wirklich super viel Spaß macht. Ich habe mein Kind, meinen Mann und so weiter. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, es muss irgendwie jetzt weitergehen. Und zwar mit mir und meinen Interessen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber wo findet man in unserem Alter, gut, ich bin jetzt, was heißt in unserem Alter? Ich bin 32. Aber wo finde ich in meinem Alter jetzt noch eine beste Freundin, mit der ich wirklich alles teilen kann? Und ja.
Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wie geht's euch denn damit? Habt ihr denn eine beste Freundin oder einen besten Freund? Haben die immer Zeit? Habt ihr dieselben Interessen und so weiter? Oder geht es manchen auch so wie mir, dass man sich überlegt, ich hätte schon gerne jemanden, der mit mir doch das gleiche Interesse hat? Und ja. Also ich bin, Gott, um Gottes Willen, ich bin jetzt nicht deprimiert oder traurig oder so. Doch, bist du traurig, glaube ich schon. Aber ich bin jetzt nicht komplett deprimiert, aber man macht sich halt Gedanken, wo lernt man denn jemanden kennen und eine beste Freundin? Weil in unserem Alter haben ja die meisten Menschen schon ihre Lieblingsmenschen. Und da mache ich mir dann schon Gedanken. Ich habe jetzt gesehen, ich bin ja gar nicht auf Social Media aktiv, das habt ihr bestimmt gemerkt. Weder auf Instagram, TikTok gehe ich eigentlich einmal alle 4, 5 Monate rein, wenn ich daran denke, dass es das überhaupt noch gibt. Facebook gar nicht. Und jetzt war ich einmal auf Facebook drin und da habe ich gemerkt, dass es so viele Menschen gibt, denen es so geht wie mir, dass es so Gruppen gibt wie Reisepartner gesucht und dass die Leute wirklich schreiben, das fand ich total schön, dass die Leute einfach schreiben, hey, ich würde gerne da und da verreisen, alleine verreisen ist total blöd. Wer würde gerne, ich würde gerne da und dahin, wer würde mich gerne begleiten oder so eine Reisegruppe. Und das fand ich so schön. Ich meine, auch darüber kann man ja Freunde kennenlernen, die auch dieselben Interessen hat. Und ich habe auch sogar eine Gruppe gefunden, das fand ich so herzerwärmend. Die hieß Beste Freundin gesucht. Und da gab es so viele Frauen. Also wirklich, das ist so eine Frauengruppe. Da bin ich mal rein und dachte, ich schau mal, was es da so gibt. Und das fand ich so süß. Die Leute, die posten auf Facebook meistens ein Foto von sich und erzählen ein bisschen was über sich und sagen, was sie sich so wünschen. Und ich fand das so süß. Wirklich so, so. Ja, herzerwärmend, dass es so viele Menschen noch gibt, die nach einer besten Freundin suchen. Gott, ich habe immer das Gefühl, ich habe mit euch gerade mein ganzes Leben geteilt, aber das sind so gerade aktuell Sachen, die mir im Kopf durchgehen, wenn ich mal Zeit habe nachzudenken und ich mal nicht die ganze Zeit am Arbeiten bin. Da macht man sich über sowas Gedanken. Hätte ich niemals gedacht, dass ich mir mal über sowas Gedanken machen würde. 192. Haben wir es so? Ja, also ich wäre sehr froh, wenn ihr mit mir eure Gedanken teilen würdet. Ich weiß, ich schaffe es aktuell nicht, immer auf die Kommentare zu antworten. Das tut mir auch total leid. Aber ich wäre total froh darüber, wenn du mit mir deine Gedanken teilen würdest über das Thema, wie es dir geht. Oder wenn du Tipps hast. Ich kenne ja auch viele, die sagen, Gott, ich würde mich niemals trauen zu sagen, dass ich Leute suche, die mit mir Sachen unternehmen. Das würde ja bedeuten, dass ich total uncool bin. Oder kann ich sagen, ach, Quatsch, ich bin da sowas aus dem Alter heraus. Ist mir so egal, was die Leute mittlerweile über mich denken. Das Wichtigste ist, dass meine Familie gut über mich denkt. Und der Rest ist mir eigentlich wirklich relativ egal. Klar, es ist schön, wenn die Menschen Gutes über einen denken. Aber wenn sie es nicht tun, dann mir egal. Weil ich bin eine Gute und ich gebe mir echt Mühe. Und wer das nicht sieht, der, was soll ich sagen? Der hat mich schon verloren. So. Oh Gott, war das so selbstverliebt. Aber nee, ich glaube, wir sind mittlerweile alle in so einem Alter, wo man sich denkt: Naja, die Menschen, die mir am Herzen liegen, die wissen, wer ich bin. Und der Rest, wenn er urteilen möchte oder sonstiges, dann soll er das doch. Wir ziehen. Ich habe mich entschieden, wenn ich ein Bingo, also ein Bingo ziehe, dann möchte ich 10 € sparen. Wenn es kein Bingo ist, 5. Und ihr habt gesagt, 5 Kugeln sind gut. Wir gucken jetzt mal. Oh, ich bin so aufgeregt. Wir machen das mal so. Nee, genau andersrum. Dann seht ihr auch vielleicht, was ausgefallen ist. Oh. Das wollte ich noch gar nicht. Warte, wo ist denn. So, wir fangen hiermit offiziell mit unserer Bingo-Runde an. Auf geht's, Leute. Huch, wie konnte es auf der Seite runtergehen? Warum ist das jetzt so passiert? Okay, wir fangen erstmal einfach an. Das ist einmal die 66. Ich glaube, ich habe es falsch rum gemacht. Kann das sein? Ja. Die 66. Wir schauen jetzt erstmal, habe ich hier eine 66? Ich habe keine. Dann einmal die 13. Ich will die hier nicht so, man kann die eigentlich hier so dran machen, aber es wird mir zu viel Platz wegnehmen, deswegen mache ich das jetzt mal so. Die 13 und, drehe ich überhaupt richtig? Und die 23.
Jetzt gucken wir mal, habe ich da eine 13? Nein, und auch keine 23. Für mich gab es heute kein Bingo. Das heißt, ihr könnt ja mal schauen, wir haben hier einmal die 66 gezogen, die 23 und die 13. Ihr könnt mir ja gerne unten hinschreiben, war bei euch bisher was dabei? Teilt das gerne mit mir. Für mich bedeutet das jetzt dreimal keins, also spare ich 15 Euro. Ihr könnt natürlich auch die Zahlen viel niedriger machen. Doch, ich lasse das so. So, wir sparen heute 15 Euro. Oh, das macht echt Spaß. Macht echt wirklich Spaß. So, da haben wir schon 15 Euro drin. Mal gucken, wie werde ich das machen. Auch wenn ich jetzt ein Bingo hätte, würde ich mit euch das trotzdem so lange machen, bis wir alle Zahlen durch haben. Ich denke mal, mit drei sind wir da schon ganz gut dabei. Das hat sogar gereint hier. So, dann kommt unser True Love Prinzi. Ich würfle. Eine 6. Warum dieser Knick hier? Da sind wir schon beim letzten angelangt, also hier beim letzten Wort, und zwar empathisch. Also wenn ich eines bin, dann auf jeden Fall empathisch. Ich glaube, ich kann schon so eine richtige Zicke sein, wenn es um Streiterei mit meinem Mann angeht, weil dann fühle ich mich eher angegriffen. Man fühlt sich ja am meisten immer von dem Menschen angegriffen, den man eigentlich am meisten liebt. Aber ich bin besonders empathisch und ich leide total, wenn es einem nicht gut geht. Sowas macht mich total fertig. Also ich bin da... Manchmal wünschte ich, ich wäre nicht so empathisch. Manchmal ist das mir zu viel und das erdrückt mich auch. Könnt mir gerne auch schreiben, wie es euch geht. Wir haben ja nur leider, könnt ihr mir ja nicht live antworten. Deswegen habe ich wenigstens die Kommentare, wo ich mir immer so durchlese, was bei euch im Kopf durchgeht über die Themen, die ich anspreche. Dann tut es manchmal gut zu hören, dass ihr Verständnis habt oder dass es euch auch so geht. Ich freue mich auch immer über andere Meinungen, wenn ihr ganz anders tickt. Das ist ja auch sehr interessant. So, und ein Haar. So, das sind für empathisch sind das 11 Euro zu sparen. Dann haben wir 65 Euro. Nehmen wir das raus und machen 15 Euro rein. So, und ich lasse das und so noch 1, 2, 3, 4, 5 nochmal für meinen Namen. Und nächste Woche überlege ich mir nochmal. Andere Eigenschaften. Mal schauen, ob mir was einfällt. Vielleicht auch mal negative. Ich glaube, uns fällt es allen schwer, mal auch negative zu finden. Aber ungeduldig passt halt nicht mit U zu meinem Namen. Mal gucken, was wir da finden. So, das war jetzt hier Namen. Das war Namenwert mit 11 Euro. Und jetzt kommt... Ich glaube, das überspringe ich heute, weil so viel Geld habe ich nicht, weil das sind immer so hohe Beträge. Die Jaxolotl oder irgendwie sowas. So Sparplan. Und ich glaube, ich putze mir jetzt erstmal die Nase. So, ich bin wieder da. Mir macht heute das Video drin besonders Spaß. Ich glaube, weil ich mit euch so ein bisschen auch meine Gedanken teilen kann. Irgendwie tut es mir gerade richtig gut. So, wir sparen heute mal hier 10 Euro. Und dann... auch 65 dann drin. Und ich wollte mich auch bei euch bedanken. Dank euch bekomme ich immer mal neue Abonnenten und... gute Aufruferzahlen und das liegt natürlich an euch. Würdet ihr hier nicht kommentieren, mich abonnieren, mein Video liken und so weiter, dann ja, dann wäre es natürlich nicht so, dass ich dann auf YouTube,
Beziehungsweise YouTube sieht ja, okay, auf dem Kanal gibt es Aktivität von den Zuschauern, den Leuten gefällt das, sie kommentieren, die liken, die folgen. Und deswegen natürlich steigt wird der YouTube-Algorithmus mir fehlt das Wort. Mir fällt das Wort. Ihr wisst, was ich meine. Angetriggert. Und genau. Und dadurch werde ich natürlich noch mehr Leuten vorgeschlagen. Also danke, 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 dass du dir die Mühe machst. Ich weiß, das ist Sekundenarbeit. Aber manchmal vergesse ich auch zu liken oder sonstiges. Und ich weiß, so viele machen das. Und dafür bedanke ich mich einfach ganz, ganz herzlich, weil das auch nicht selbstverständlich ist. So, die 4. Das heißt auch 4 Euro sparen. Man darf einfach nie vergessen, dass nichts, was ein Mensch tut, was Nettes hat, dass es selbstverständlich ist. Und das ist das für mich überhaupt nicht. Ich schätze das sehr, dass ihr bei mir immer bestellt. Ich habe wirklich Kundinnen und Kunden, mittlerweile auch einige Männer, da freue ich mich auch sehr darüber, die wirklich jedes Spiel, was ich rausbringe, bestellen die das. Und dann bedanken die sich auch noch bei mir, dass ich mir so viel Mühe gebe. Und dann sitze ich einfach da und denke mir, Wahnsinn, oder? Ich erstelle etwas und verkaufe es und ich muss mich bei euch bedanken, dass ihr bei mir bestellt und mich unterstützt. Aber ihr bestellt und schreibt und bedankt euch auch noch bei mir und das bedeutet mir wirklich, wirklich super viel. Und es gibt Tage wie solche Tage zurzeit, wo ich wirklich viel Stress habe, also viel Arbeit, was mir eigentlich nicht so viel ausmacht, weil ich gerne arbeite. Aber es wird halt viel, weil mein Kleiner ist dauerkrank. Das muss ich hier gar nicht erwähnen. Der hat jetzt wieder eine Mandelentzündung gehabt. Der war ja auch die ganze Woche zu Hause. Und dann muss ich nur 1, 2 Kommentare lesen. Oder ich schreibe mir was Nettes auf Etsy. Und irgendwie geht es mir dann wieder gut. Weil Bestätigung, das habe ich ja schon mal gesagt, irgendwie brauchen wir alle so ein bisschen Bestätigung in unserem Leben. Ein bisschen Aufmerksamkeit. Und das tut gut. So, da sind 11 Euro. 11 Euro, oh. Das war 2, 3, 6, oder? Oder? Ja. 2, 3 und eine 6. Und wir sparen hier 11 Euro. Hier waren das 4. Und dann Kaffee. Ich gucke irgendwie immer noch gar keine, also seit Wochen, Monaten nicht mehr Budget-Videos. Irgendwie bin ich gerade auf Grey's Anatomy, gucke ich abends gerne. Ich habe mir Disney Plus nochmal geholt gehabt und da gucke ich das unheimlich gerne. Das tut mir irgendwie richtig gut. Und dementsprechend geht dann YouTube flöten. Dann denke ich, was ist, wenn du dir ein Spiel überlegst oder eine Challenge? Was ist denn das hier? Und die gibt es schon. Dann denken ja die Leute, ich habe geklaut, also die Idee geklaut. Aber ich suche halt irgendwie auch nicht auf Etsy, weil aktuell habe ich so viele Spiele, dass ich sowieso nichts bestellen möchte. Und ich kriege ja auch immer mal was zugeschickt. Naja, ihr werdet mir ja schon Bescheid sagen, wenn ich irgendwie ein Spiel habe, was schon rausgekommen ist. Aber ich denke mal, so 100% wird hoffentlich niemand einen kopieren. Oder ich jemanden. So, wir haben die 5. Hatten wir die schon? Nein, hatten wir nicht. Also sparen wir heute 5 Euro. Gibt es noch? Dann nehmen wir doch die 18. Ich glaube, alles drunter. Ich glaube, alles anders drüber. Weiß ich. Ah, hier die 14. Dann nehmen wir doch die 14. Und dann müssen wir gleich mal zählen, wie viel wir schon heute gespart haben. 14. Dann brauche ich noch 1 Euro. Ich
So, und Dreamy, oh Gott, Dreamy muss eigentlich auch her. Wir zählen jetzt. Wir haben 12, 30, 56, 26, 7, 16, 10. Dann haben wir hier 11, 8, 15, 17, ich will so um die 250 sparen, also 47 Euro habe ich noch. Dann zählen wir doch mal und hoffen mal, dass der Betrag nicht allzu hoch ist. Doch zu hoch. Naja, nicht schlimm. Oder sollen wir schummeln? Ich guck mal, was passiert, wenn ich schummeln würde. Ich ziehe jetzt irgendeins. 16. Schummeln wir? Wir schummeln. Leute, wir schummeln. Das hat keiner gesehen. Keiner gesehen. Ah, dafür brauche ich überhaupt erstmal die Kiste. So, da kommen jetzt 16 Euro rein. So, 5. 10. Und 1 Euro. Kommt hier rein. So, es sieht doch irgendwie richtig schön aus, oder? Ich finde, das sieht toll aus. Dann hätten wir noch 31 Euro. Hätte ich nämlich noch das. Aber zuerst fällt mir gerade ein, müssen wir das hier eintragen. Dann haben wir 3, 5, 9. Hätten wir nämlich das da erstmal. Und ich glaube, den werde ich heute benutzen. Auch wenn ich eigentlich nicht so wirklich aussuchen kann, wie viel ich ziehen kann. Also 5-Euro-Scheine. Weiß ich gar nicht. Muss ich mal nochmal schauen. Ich glaube, das geht bei mir an der Bank nicht. Aber wir gucken jetzt erstmal hier. Und das da. Und da hat mir auch eine liebe Zuschauerin geschrieben, dass ich das letzte Mal vertauscht habe. Das, ja, bei der Sparbox statt bei 100 Envelope. Ist aber egal, weil im Endeffekt steht das hier unten richtig. So, haben wir hier. Ich kann ja hier die 29 machen. Mach 30 rein. Ach so, falsch. So, die 29. Wer macht alles bei der 100 Envelope Challenge eigentlich mit? Bitte melden. Mich interessiert das. Wen habe ich angefixt? Wer macht wegen mir die 100 Envelope oder allgemein, nicht nur wegen mir? Bitte, bitte schreiben. Das interessiert mich. Also, wenn ich euch dazu nicht gebracht habe, dann weiß ich auch echt nicht mehr weiter. Dann habe ich nicht so gute, wie nennt man das, Verführungskünste. So, das waren 30. Dann habe ich noch 1,50 Euro. Ich mache 1 Euro rein. Komm, wir machen 2 Euro rein. 2 Euro. Voilà. Und dann müssen wir das nur noch alles natürlich eintragen. Da haben wir einmal in der Box 2 Euro und 100 Envelope 30 Euro. Das heißt, das war hier natürlich wie immer nicht so schlau, aber naja. Das heißt, wir haben, wenn wir richtig gerechnet haben, 250,50 Euro. Und weil wir hier besonders penibel sind, werden wir mal nochmal rechnen.
Perfekt. Perfektomatico. Dann werden wir das aber natürlich noch übertragen. Wir sind gut dabei, wir sind bei der 32. Woche schon, Leute. 32 Wochen machen wir das schon. Also ich kann echt von Glück sprechen. Schreibt mir auch gerne unten rein, wer ist schon von Tag 1 dabei, seit September Woche 1? Wer schaut sich das schon an und verfolgt mich da schon so lange? Und wer ist dazu gestoßen? Falls du noch nicht so genau weißt, was ich da mit dem 50.000-Euro-Plan meine, das Video ist unten verlinkt, da habe ich alles ausgerechnet und euch ganz detailliert mitgeteilt, was ich vorhabe in den nächsten 5 Jahren, also wie ich das machen möchte. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, du schaltest beim nächsten Video wieder ein. Bis dann. Tschüss.